Tesla, dass sie heute mit einem Unboxing von den Outcast 8S EXB. Geile Karre. So auf den ersten Blick. Ja, sieht schon richtig nice aus. Ja, die Karre ist Porno, ne? Ich habe ja den RTR gehabt. Mit dem war ich nicht ganz so zufrieden. Darum habe ich den ja auch wieder verkauft. An mich. Ja. So bleibt er quasi noch auf dem Kanal. Ja, der war halt untermotorisiert. Man hat ja immer gesagt, ja, der soll Backflip-freudiger sein wie der Creighton 8S. Das ist ein Irrglaube. Warum auch immer. Der Creighton 8S geht leichter im Backflip als der Outcast. Also da kann man jetzt nicht von den 6S-Modellen drauf schließen oder ummünzen, dass das bei den 8S genauso ist. Ja, ich wollte ja alle EXB-Modelle haben, also habe ich mir den jetzt auch zugelegt. Und wollen wir mal sehen, was da so alles verbaut wird, ne? Also erstmal Karo, wieder mega geil. Also ich mag ja diese EXB-Optik, dieses Gloss mit den Matten. Das sieht einfach Hammer aus, ne? Auch innen drin, wieder die Löcher, Schutzaufkleber drauf, dass das nicht ganz so leicht ausreißt. Hier die Verstrebung, die man hier in den Käfig packt, dass sich das nicht gleich alles hier kaputt drückt. Also mega geil. Also die gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, zum Auto selbst. Reifen, mit denen war ich beim RTR, die habe ich die ja auch gefahren, war ich mit zufrieden. Optisch gefallen sie mir nicht, da baue ich was anderes drauf, da kommen wir dann noch zu. Und ja, was hat das denn so alles? Ja, eigentlich ja nicht viel, ist ein Roller, ne? Genau, also wie gesagt, wie Sebastian schon gesagt hat, ist ein Roller, Elektronik, Funke und sowas ist nicht mit dabei, muss man selber einbauen. Weiß gar nicht, was er normal kostet. Ich habe irgendwie 670 bezahlt. Da war dann ein Angebot bei RC Fox. Da habe ich gedacht, für den Preis musst du den mitnehmen. Ja, zum Vergleich jetzt halt eben zu den RTR. Klar, keine Elektronik. Das Chassis ist hier aus 70-75er Alu, 5 mm. Im Gegensatz zu den 60-65, glaube ich, 4 mm beim RTR. Habe ich beim Creighton trotzdem krumm gekriegt. Dafür habe ich hier jetzt was. Kommen wir auch später noch zu. Querlenker. Die sind sehr massiv. Und ich weiß nicht, was die Leute machen, die dann permanent sagen, die brechen wie Glas. Ich selber habe jetzt in den 2 Jahren, wo ich die 8S Amas fahre, 2 Querlenker kaputt gehabt. Mit einem, bei den Creighton bin ich am Pfeiler hängen geblieben mit Vollgas. Und beim anderen ist Benny an unseren alten Bashbot gesprungen und ist blöde aufgekommen, nur hinten rechts. Und dann ist da der Querlenker weggeknickt. Überhaupt gar kein Problem, das darf der denn auch. Als Zubehör sind hier 2 Motorschlitten, einmal für einen 49er, einmal für einen 56er Motor. Wenn man 800 kV fahren will, passt das nicht Plug and Play, ohne dass man hier den Motorhalter bearbeitet. Oder hol mal da den von Oktay, der hängt da hinten an der Wand, den grauen rechts. Oben? Oder halt, aber was ist das? Ja. Okay. Also wenn man 800 kV fahren will, holt man sich den von Oktay. Kommen wir ein bisschen näher ran damit. Ja. Ne? Höher. Perfekt. So, dann passt auch der 800 kV Motor Plug and Play, wenn man denn 1 zu 1 fahren will, also 39, 39. Sonst passt das mit denen leider nicht. Denn dann ist dann auch noch ein zweites HZ mit bei, verbaut ist 47, mit beiliegend ist das 39er, das baue ich auch ein.
haben wir hier einmal den Servo-Safer zum selber zusammenbauen. Ist bei mir beim Craten war der zu weich, finde ich. Den baue ich nicht ein, auch dafür habe ich dann was anderes. Hier haben wir dann nochmal ein paar Kolbenplatten, dass man die Dämpfer ein bisschen anpassen kann, wenn man es möchte. So, dann hat man hier zwei Empfängerboxen. Einmal für den 1:5er Servo und einmal für das 1:6er. Also wenn man jetzt ein Spektrum großes fahren will, dann ist das 1:6, das steht hier irgendwo. Kann natürlich wieder keine Sau lesen. Hier doch. Das ist das 6er. Dann baut man das ein. Ich fahre aber ein Amiwi Servo, großes. Ich brauche 1:5. So, sind hier noch ein paar Schrauben, Antennenröhrchen und die Dichtung für die Empfängerbox und der Deckel für die Empfängerbox. So, habe ich hier sonst noch was? Ja. Einmal die Beschreibung. Die Explosionszeichnung. Wenn man mal was braucht, kann man reingucken. Nochmal ein Satz Aufkleber. So wie es immer dabei ist. Die gehen gleich in meine Tasche. Ja, Moment, brauche ich nicht. Einmal den Radmotorschlüssel und einmal die kleine Zange für den Sprengring, zeige ich den gleich, der hinten am Diff das Kugellager an der Stelle halten soll. Wenn man den Sprengring raus haben will, ist da schon die Zange mit bei. Meiner war nicht, oder? Doch, doch. Echt? Doch. Aber ich habe dir die Zange wohl nicht mitgegeben. Ne, das. Aber habe ich ja noch zwei oder drei. Da gebe ich dich gerne eine ab. So. Also verstrebt ist das gute Teil. Einmal hier mit der Tower-to-Tower Brace, die hier in der Mitte geteilt ist. Vorher war die, glaube ich, beim Craten V1 war die durchgehend. Haben die denn geändert. Das hält so besser. Dann einmal hier die erste untere, geht dann halt von der Dämpferbrücke hier zum Mitteldiff und einmal von der hinteren auch zum Mitteldiff. Ist die jetzt, also die sehen ja eigentlich gleich aus wie meine, die ich bei mir auch drin habe. Sind die jetzt stärker oder? Sind die hier? Gleich? Nee, das sind die gleich. Sind die gleich? Das sind die gleich. So, dann einmal das Akkufach, da kriegt man ordentlich was rein. Kann man noch ausziehen, bis das hintere Fach hier hinten anschlägt. Also könnte man die Shiner Hobbyline 9500 mA, die kriegt man da rein, wenn man ohne Mudguards fährt, also wenn da Mudguards drin sind, weil man hier auf der linken Seite das Kabel nach hinten ausführen sollte, damit hier das Balancer-Kabel nicht zwischen Ritze kommt, wird das hier hinten dann mit dem Mudguard ein bisschen knapp. Aber du fährst das ja auch. Ja, ein paar musste ich schon neu löten, ja. Nee, echt jetzt? Ich habe schon zwei Gitter da durchgejagt, ja. Weil du das Kabel da vorne hattest. Ja, ich habe es oben immer reingeklemmt, aber ist dann rausgerutscht und dann dazwischen gekommen. Also, auf der rechten Seite kann man das bequem nach vorne machen. Man muss das Akkufach dann auch noch ein bisschen bearbeiten. Hier vorne die Ecke runterschleifen. Oder auf der linken Seite hinten. Immer zur Außenseite und dann dass man die Kabel da rausführen kann, wenn man die großen Akkus fahren will. Ich fahre die mit den China Hobbyline 8000 mAh 120C als Hardcase. Die performen richtig gut. Mir langen die für den, dann muss ich mir da keinen Kopf machen mit den Kabeln. Ne? Ja, also die Diffs, die da drin sind also wirklich über jeden Zweifel erhaben. Also die kriegt man eigentlich nicht kaputt, also zumindest Tellerrad und Triebling nicht. Beim Craten habe ich einen Diffschaden gehabt, die inneren, weil da kein Fett drin war. Darum wird denn hier einer der ersten Handgriffe mit seinen Diffs ausbauen und kontrollieren, ob die auch anständig befüllt sind. Sollte man sowieso bei jedem Auto machen.
Und ihr Plugs machst du auch ein? Ja, wollte ich gerade zu kommen. Bauen natürlich auch das Middle Diff aus. Das Middle Diff wird noch mehr gesperrt. Da ist jetzt 20 Millionen drin. Denke ich mal. Glaube ich war das. Und wir hauen da Silikonausstöpsel rein, dass es noch ein bisschen mehr gesperrt wird. Hat den anderen 8S Armors immer sehr gut getan. Ich habe es bei dem RTR Outcast gemacht, bei meinem Creighton RTR, beim XB Creighton, also super. Also wie gesagt, Querlenker, weiß ich nicht, was die Leute da immer mitmachen. Also ich finde, die halten gut. Ich brauche da keine von RPM. Denn hinten zu Verstrebungen, dass das Chassis hinten nicht wegknickt, haben wir hier nochmal eine Top-Brace. Werden wir sehen, ob ich das krumm kriege, aber ich glaube nicht mit dem, was ich da noch anbaue. So, Willibar. Hinten. Die ist auch gut, die fahre ich auch am Creighton. Die ist super. Denn die Rod-Ends im Gegensatz zu. Wollt ihr näher ran oder kannst du gucken? Ja, warte. Ich bohre mal eben um. So, beim RTR war ein Schwachpunkt halt, die Rod-Ends, die waren halt sehr kurz. Wenn man gesprungen ist, dann haben sich die Spurstangen, wie auch immer, die haben sich dann halt in die Rod-Ends reingedrückt. Kann man denn verhindern, indem man hier einfach den Motor raufdreht, muss man halt eine links- und eine rechtsdrehende haben. Genau. Dann passiert das da auch nicht mehr. Das hast du auch gemacht. Ich habe das gemacht und bislang hatte ich jetzt keine Schwierigkeiten mehr damit. Kurze Frage für mich, könnte ich rein theoretisch die auch nachkaufen oder rein? Die kannst du nachkaufen natürlich. Also vom EXB, es ist ja alles gleich, ne? Bis auf die Chassisplatte, die ist halt ein bisschen dicker. Aber sonst ist da halt nicht ganz so viel geändert worden. Ne? Okay. Also alles, was geändert worden ist, das passt meiner Meinung nach, soweit ich das weiß, auch 1:1 zum RTR. Ne? Was haben wir noch? Vorne der Bumper. Das war beim Creighton immer so eine kleine Schwachstelle. Die habe ich dann ausgemerzt. Hier den Puffer. Wenn man da mal aufschlägt, dann bricht der ziemlich zügig. Da hat der Gino Lehmann mir das Teil einfach aus TPU nachgedrückt. Ein bisschen stabiler. Der gibt noch nach, aber nicht mehr so wie der. Ne? Ist wirklich super. Also ich im Bakede bin ich damit gefahren. Gefühlt aus 5 Meter senkrecht eingeschlagen. Es ist nichts passiert. Ne? Also der hat die Kraft aufgenommen, weitergegeben. Was leider dann kaputt gegangen ist, war mein Motor. Der hat den einen weggehabt. Da ist mir die Welle, die war krumm. Oh. Okay. Aber sonst ist an dem Auto nichts passiert. Da war ich sehr erstaunt. Also da habe ich schon Schlimmeres befürchtet. Aber war super. Denn die Dämpfer, ja, Aluminiumdämpfer, Plastikkappen und Plastikrändelmutter, Kolbenstangen sind schon dick, ich glaube 5 mm sind die. Habe ich auch noch nicht kaputt gekriegt. Ja, Stabilisatoren haben die hier, also Stabis. Vorne, hinten. Ja, nächster Schwachpunkt, meiner Meinung nach, sind die Antriebswellen. Die sind, ich finde ein bisschen dünn. Also die Pins, die brechen ganz schnell. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn die Diff-Ausgänge, wahrscheinlich, wenn die Diff-Ausgänge zu weit eingeschliffen sind, hat man da einfach zu viel Spiel. Und wenn man dann durchzieht, dann knacken die weg. Da sind wir dann auf die Idee gekommen, die zu ersetzen durch HSS-Stahlstifte. Die sind nie wieder gebrochen. Leider ist dann die ganze Antriebswelle dann weggeknackt. Also, ja. Entweder oder. Aber es hat dann nochmal ein bisschen gedauert, ne? Ja, das stimmt. Ja, Spoiler haben wir denn hinten noch, der ist auch nicht kaputt zu kriegen,
Nee, im Gegensatz zu den 6S-Modellen ist das Ding echt richtig beefy. Ja, also da. Also ich nehme meine Autos ja nun wirklich nicht zaghaft dran und also ganz viel habe ich da noch nicht kaputt bekommen. Also beim Craten, okay, das Chassis habe ich verbogen. Jetzt ein bisschen mehr wie noch vor 2-3 Wochen. Ja, habe noch einen kleinen Schlag gekriegt. Also. Wird mal gerichtet, aber er fährt noch, ne? Also da schleift nichts, da eiert nichts. Alles super. Also wie gesagt, Schwachpunkt ist da dann wirklich die Antriebswellen. Vorne der Bumper. Was war da noch? Nee, sonst habe ich da eigentlich so keinen Schäden gehabt, ne? Also der Creighton, es ist ja auch mein Lieblingsauto. Ich hoffe ja, dass der hier jetzt mit der Kombo, die ich da einbaue, genauso geil performt und dann werde ich da auch mit zufrieden sein, ne? So, was wollen wir denn einbauen? Also erstens einmal das Teil hier für den Bumper. Denn als Servo kommt das Amivi HV 2060 MG rein, also hat 60 Kilo, 62 Kilo Stellkraft. Und fahre ich auch in den anderen. Super Servo. Ist auch nicht so teuer, ich glaube 45 Euro oder so. Ist ja, wirklich. Ist okay. Das ist wirklich super. Was habe ich denn hier noch? Genau. Anstatt den originalen Servo Safer fahre ich den von GPM. Den baue ich ein. Den kann man dann auch vernünftig einstellen. Für mich eigentlich ein Must to have. Nicht nice to have, das ist schon Must to have. Benny sagt, er braucht es nicht. Den habe ich von Benny auch bekommen, weil er den nicht einbauen wollte. Ja, Regler, was soll da anderes rein, außer Max 5. Motor kommt der von Rocket rein, der 3665, viel mehr hat das Geld leider nicht mehr gelangt, nein, war natürlich ein Spaß. Da habe ich mich für den Hobby Wing 5687 entschieden, mit 1100 kV. Warum nicht den 800 kV? Ganz einfach, ich hatte den einfach noch liegen. Und ja, dann baue ich den da auch ein. Ne? So, Reifen kommen bei mir die Lois Uphill rein, die es jetzt auch extra mit dem großen Loch gibt. Also nicht mehr muss man jetzt nicht mehr die vom X-Max nehmen und aufbohren. Gibt es jetzt schon fertig. Sehr geil. Also. So, Optik. Ach nee, Moment, Ritzel. Muss ich mal sehen. Ich will ja das 39er HZ einbauen. Da muss ich dann mal sehen, was ich denn mit dem Ritzel mache. Also ich habe jetzt hier einen 24er und einen 25er. Wollen wir mal sehen. Eins von den beiden kommt da rein. Denn für den Regler habe ich mir so einen Reglerhalter besorgt. Bei Thomas auf, ich weiß den Nachnamen leider nicht mehr, aber das verlinken wir dann auch und in der Beschreibung. Reglerhalter, selbst gedruckt, wird angeschraubt, dann kommt er oben drauf. Super Sache, habe ich in den anderen Autos auch. Und dann nochmal für die Optik, für die Reifen. Hier ist was eingraviert, TNRC. Ich halte das mal in die Kamera vielleicht. Ja, man braucht aber eigentlich auch nur bei Kleinanzeigen Max 5 Reglerhalter. Ja. Und dann kommt man da drauf. Ich weiß gar nicht, was habe ich dafür bezahlt? 15 Euro oder so habe ich dafür bezahlt. So, und dann natürlich, wie ich das bei allen Lois-Reifen mache, mit dem Felgenring. Einmal die äußeren und einmal die inneren. Gedruckt von JS-Parts, also Jonas. Kriegt man bei Metz. Oder jetzt neuerdings natürlich auch bei Jonas im eigenen Shop. Den hat er nämlich gemacht. Glückwunsch nochmal dazu. So, das war es denn soweit, glaube ich. Ach, nein, war es ja nicht. Da ich ja den Craighton krumm gekriegt habe, habe ich mir eine Bashbar besorgt. Ich brauche den Namen nicht zu erwähnen von denen, der die mir gemacht hat. Der hat die nur jetzt mal eben für mich gemacht.
Und dann schauen wir mal, wie das hält. So, das war's, glaube ich, schon. Jetzt. Ja. Dann war es jetzt erstmal soweit mit dem Unboxing. Geplant ist, dass wir hier ein Aufbauvideo machen, wie wir die Discs kontrollieren, gegebenenfalls nachfüllen, das Mitteldiff neu machen und mehr sperren, wie wir die Elektronik einbauen und so weiter. Ist geplant, ob wir das jetzt wirklich auch noch machen. Schauen wir mal, wie Sebastian und ich da die Zeit zu finden. Müssen wir denn natürlich beide zur Zeit haben. Ne? So. Und ansonsten sieht man uns dann mit dem hier beim Speed und First Run wieder. Auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Ja, wobei First Run habe ich ja Stefan und Marek versprochen, dass die da damit bei sind. Erstmal Grüße hier nochmal an die Jungs von RC Red Pack. Ja, Grüße gehen raus. Wollen wir mal sehen, ob das klappt. Wenn die keine Zeit haben, haben sie halt Pech. Ja, und dann haben wir ja rein theoretisch auch noch Vergleichsfahrzeuge. Von Stefan. Von Stefan. Genau, Stefan hat ja auch den RTR noch soweit Stock. Also sprich, der hat das Mitteldiff noch nicht gesperrt. Ja. Doch, das hast du ja gemacht. Hast du ja gemacht. Haben wir schon fertig. Ja, denn schade, das wäre es natürlich gewesen, ne? Ja, eigentlich schon. Aber müssen wir das nochmal rückgängig machen? Können wir ihn ja mal vorschlagen, mal sehen, was er sagt. Ja, der ist doch bestimmt mit einverstanden. Naja. Wollen wir mal sehen, was da jetzt so draus wird. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Alles klar, bis dann. Ciao.